Teil 1 – Teufelsratte. Mein Bruder Squeak nahm mich manchmal auf seinen Patrouillen mit und lehrte mich, unter den Menschen ungesehen zu bleiben. Ich habe in jener Nacht nicht ausreichend Acht gegeben. Einige Menschen bemerkten mich. Squeak lenkte die Aufmerksamkeit auf sich und wurde erschossen. Ich wusste schon immer, dass diese Menschen die niederträchtigsten Kreaturen sind, doch war es nie derart persönlich. Überall, wo sie hingehen, hinterlassen sie Abfall und Gifte, zwischen denen wir dann leben dürfen. In jener Nacht erfüllte mich unerträglicher Hass gegen sie. Einer der Menschen steckte den leblosen Körper meines Bruders in eine große Tüte. Er trug sie zu einem der Häuser. Ich blickte ihm hinterher. Mein Bruder bewegte sich darin nicht. Ich konnte nicht fassen, dass er tatsächlich nicht mehr war. Ich glaubte nun zu wissen, in welchem der Gebäude sie wohnten. Versteckt hinter einer Mülltonne, in einer nahen Gasse, stellte ich mir vor, wie meine Rotte sie im Schlaf überraschte. Ein Fest der Rache. Heute bin ich froh, diesen Plan nicht verfolgt zu haben. Andernfalls hätte ich nie die Schamanen kennengelernt. In meiner Deckung versuchte ich, gegen die aufkommenden Tränen anzukämpfen, als einer von ihnen, derjenige, der meinen Bruder erschossen hatte, in meine Richtung kam, weshalb ich mich tiefer in die Dunkelheit zurückzog. Er pinkelte an exakt der Stelle, an der ich zuvor kauerte, und spuckte seine rauchende Zigarette in die Tonne. Sie fing bald an zu lodern, und seine Freunde versammelten sich um das Feuer. Sie tranken, sangen und pöbelten die ganze Nacht. Ich musste irgendwie an die Überreste meines Bruders herankommen. Meine Familie hält mit den Toten ein Ritual ab, welches ihm auf keinen Fall verwehrt bleiben durfte. In jenem Augenblick wusste ich jedoch nicht, wie ich dies erreichen sollte, und kehrte daher in den Untergrund zurück, um Rat bei unserer Ältesten einzuholen. Sie selbst war des nie endenden Leids, welches die Menschen unserer Art bescherten, derart überdrüssig, dass sie nach meiner Kunde sogleich mit dem gefährlichsten aller uns bekannten Rituale begann. Die Anrufung der großen Ratte. Ich sah in meinem damals noch recht jungen Leben bereits eine Menge schrecklicher Dinge. Die Kanalisation ist wahrlich voll von ihnen. Doch nie spürte ich erneut eine Furcht, die jener, die mich nach der langen Zeremonie erfasste, auch nur nahe kam. Mein Herz setzte merklich mehrere Schläge aus, als die große Ratte nach mehreren Liedern begann, aus der Wandbemalung heraus in die Kapelle zu treten. Als seine Erscheinung vollkommen war, füllte die Präsenz die gesamte Kammer auf eine erdrückende Weise aus. In bebender Ehrfurcht legte ich mich hin und hielt meinen Blick gen Boden. Die Älteste pries ihn aufs Höchste und schilderte ausschweifend unsere endlose Schmach mit den Menschen. Dann trug sie in der eloquentesten Art mein Anliegen vor. Ich wagte es nicht aufzuschauen, aus Furcht, die große Ratte könnte jeglicher Respektlosigkeit mit Rachsucht begegnen. All die im Raum verteilt liegenden glänzenden Fundstücke der Ältesten begannen zu vibrieren, als der Geist in schnalzenden Lauten seine Antwort gab. Zuerst verstand ich nicht recht, denn er sprach von seinen Jüngern, Menschen, die seinen Weg folgten. Doch dann offenbarte er, dass eine von ihnen mit unserer Sache betraut wird. Alles, was wir tun müssten, wäre, bis zum Morgengrauen am Flussausgang der Kanalisation zu warten. Ich übernahm dies und harrte die restliche Nacht dort aus. Die Dämmerung wich dem ersten Licht, doch nichts geschah. Ich war etwas irritiert, als der Morgen vollends hereinbrach
und fühlte mich vollkommen desillusioniert, als der lautstarke Verkehr seinen Höhepunkt erreichte. Aus der sicheren Dunkelheit der vergitterten Kanalisation betrachtete ich den schmalen Fluss und dachte über den Tod meines Bruders nach. Ich fand, dass ich seit letzter Nacht zu viel Zeit mit wertlosen Dingen verloren habe. Die alte Hexe und ihre Tricks. Ich betrachtete den hypnotisch dahinströmenden Fluss und ergab mich der zunehmend merkwürdig süßen Schlaftrunkenheit. Hätte mich nicht jenes sonderbare Erlebnis an Ort und Stelle gebannt, wäre ich heimgekehrt. Mein Blick bewegte sich sehr langsam umher. Das Brackwasser, das zwischen den verborgenen Gittern hindurch in die graue Strömung floss. Die kleine Blockade an Dosen, Tüten und Klopapier, die sich mittlerweile zwischen mein Bein angestaut hatte. Und dann wieder lange der Fluss. Als der Vormittag sich seinem Ende neigte, kam ich wieder zu Sinn, denn auf der anderen Seite des Kanals konnte ich eine schlurfende menschliche Gestalt erkennen. Zuerst dachte ich, dass es einer dieser wandelnden Toten war, doch dann fiel mir ein, dass sie das Tageslicht ungemein stärker mieden als meine Art. Es war ein normaler Mensch, eine Frau, und sie wirkte stark verwundet. Ich wünschte, ihr Hass erfüllt den endgültigen Tod herbei. Kurz bevor ich entschied zu gehen, um nach dieser langen Nacht endlich etwas zu schlafen, stapfte sie in den Fluss hinein und hielt dabei etwas über ihren Kopf. Die Neugier packte mich und ich blieb noch diesen letzten Moment. Sie versank bis zum Kinn und rote Schlieren erschienen neben ihrem Fluss. Ich trat aus dem Schatten heraus, mit einem befremdlichen Gefühl von Unsicherheit und Freude, als ich endlich erkannte, was sie da trug. Den halb umwickelten Kadaver meines Bruders. Sie hing da aus dem Wasser und ich konnte ihre zahlreichen Wunden erkennen. Ihr Gesicht war von Schmerz verzerrt. Doch als sie ihren Kopf hob und mich sah, wich ihr Ausdruck deutlichem Mitleid. Sie kam noch etwas näher, verharrte aber in respektvollem Abstand. Dann legte sie meinen Bruder zu Boden, öffnete das Tuch, das ihn umwickelte. Sie sprach bedauernd klingende Worte. Einige Teile schienen meinem Bruder zu fehlen. Als es sich aufmachte zu gehen und die Böschung hinaufstieg, bemühte ich mich, mir ihren Geruch einzuprägen. Auf dass ich sie nicht vergessen sollte. Während ich zum Kadaver lief, spürte ich, wie mein Glaube sich langsam wiederherstellte. Der Frust bröckelte von mir ab und ich spürte Dankbarkeit in mir aufkommen. An die Älteste, an die große Ratte, an diese Menschenfrau. Ich musste mir eingestehen, dass bei Zeiten selbst in ihnen Gutes zu finden war und brachte meinen Bruder endlich nach Hause. Sie hörten die erste Folge der Sherron-Fan-Hörspielserie Fabelwesen, gesprochen von André Hupfer.